F. Hm. Hm. Das war schlecht. Interessant, muss ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das glaube ich. Immerhin friere ich nicht, weil ich habe meinen Pullover an. Sollen wir schlafen? Können wir ja. Muss dann, naja, okay. Die Reise ist aber auch viel zu gut verlaufen. Da musste man, und jetzt kann ich nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Verarsch mich nicht, da ist eine Spinne vorm Haus. Ah, jetzt geht's, okay, gut. Zur Not einfach immer das Bett umbauen. Ja, aber das ist halt mein richtiges Bett hier, weißt du, und das ist mein Spawnpunkt und den muss ich dann wieder kaputt machen und so. Und dann muss ich dran denken, den wieder neu aufzubauen und das ist nicht gut. Ach, da ist ja die Spinne in unserem Lager. Es ist Tag. Greif mich nicht an. Ich greif dich zurück an. Oha. Okay. Meinst du, ich kann mir deine Elytren ausleihen? Ja. Hast du noch Raketen? Ich hab keine Erde mehr. 6 Stück. Das hast du. Hast du Schwarzpulver? Nein. Okay. Aber, naja, wobei vielleicht doch, bestimmt habe ich ein paar in die Truhe geschmissen. Ja, hier ist eins. Auf der gestrigen Nacht. Ich habe letztlich alles da rausgenommen. Oh. Aber doch, 2 habe ich schon. Geier. Ja, weil dann fliege ich kurz zurück. Und hole meine Sachen. Weil wenn ich jetzt dahin laufen muss, riskiere ich, dass alles despawnt und das sind halt meine richtig guten Sachen und es wäre schon traurig, wenn das alles weg wäre. Ah, dankeschön. Ja. Bitte sehr. Am besten ziehe ich mir noch irgendeine Rüstung über. Hier gibt es doch Goldharnisch, den kann ich nicht anziehen. Eine Eisenhose. Lederstiefel mit Eisläufer, die will ich nicht. Goldstiefel mit Schutz 3. Kann ich über den Ozean rennen. Ich kann ja fliegen. Eine Lederkappe, stimmt. Die setze ich auf. Geil. Ist die mit Mending? Nee, die hat gar nichts. Die hat 10 Haltbarkeit und hat keine Verzauberung. Perfekt. So, hast du deine Raketen auch rausgeschmissen? Ja. Mir schon ins Inventar? Mist. Gleichzeitig mit meinen Elytren. Okay, dann habe ich jetzt 12 Raketen. Muss die 30-30 Taktik anwenden. Ja, ich fürchte aber, dass das nicht so einfach ist. Was haben wir denn noch? Haben wir irgendwie Waffen da? Wir haben eine Diamantspitzhacke mit Fluch des Verschwindens. Ein Goldschwert mit Verbrennung 1. Noch kann ich mir ja Zeit lassen. Die Sachen sind ja nicht gerendert. Also irgendeine Waffe würde ich mitnehmen. Das macht, glaube ich, Sinn. Gibt es in deiner Endertruhe noch was? Gute Frage. Stimmt, hier steht ja eine. Ja, mein Diamantschwert ist da drin. Perfekt. Da ist auch mein Diamanthelm. Ach, stimmt, ich hatte ja meine Ohrenschützer auf. Also gut, dann, ach, Essen wollte ich noch mitnehmen. Nehmen wir ein Stack Steak mit. Und dann. Und ein Bett nehme ich mir mit. Ist in meiner Endertruhe doch eins drin gewesen. Toll. Habe ich also doch alles dabei gehabt. Dann mache ich mich jetzt auf die. Ich nehme eine Spitzhacke mit für alle Fälle. Hier ist ja noch voll der riesige Berg zwischen dem Fluss und der Fläche, die man angleichen soll. Ja. Da sind Bäume drauf. Sollen wir auch noch abreißen? Ja. Ja, aber das muss ja auch nicht alles jetzt heute sofort fertig sein, weißt du? Ja. Alter, sieht das jetzt hässlich aus hier. Einfach so eine Abrisskante, wo der Berg aufhört und dann geht es senkrecht runter auf die Ebene. Ja. Die Anpassung, die muss man irgendwann anders machen.
Ja. Ach Mann, ich habe ja keine Elytren mehr. Zum Glück bin ich nicht in die Schlucht runtergefallen. Diese 30-30-Taktik, die müsste man mal perfektionieren. Naja, du fliegst zu 30 hoch und 30 runter. Ja, aber es fertig, aber perfektioniert. Punkt 30 ist ja bestimmt nicht der optimale Wert, weißt du? Weil man verliert trotzdem immer, ja. Bei jedem Mal verliert man irgendwie 10 Blöcke an Höhe. Das stimmt, ja. Und man müsste halt mal das so hinkriegen, dass man das perfekt ausnutzt, den Schwung so holt, dass man wieder genauso hoch fliegt, wie man ursprünglich war. Weil ich weiß gar nicht, wie das ist. Aber ich war unter dem Eindruck, dass man sogar an Höhe gewinnen kann, wenn man das gut macht. Aber vielleicht ist das auch nicht so. Vielleicht schon das auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber man kann auf jeden Fall extrem lang fliegen, wenn man das ordentlich macht. Und ich. Oh, wenn wir hier den. Ja, was? Ich glaube, dass man, wenn man steiler als 30 nach unten fliegt und mehr Geschwindigkeit aufbaut, dass man dann auch wieder mehr nach oben fliegen kann. Wenn man hier diesen. Dieses Ding so aus abbaut und angleicht und den Berg abbaut, dann ist man quasi neben der Rückseite der Fabrik. Sollen wir einfach bis zur Fabrik auch alles abgleichen? Dann haben wir eine riesige Ebene. Ja, so war eigentlich die Idee. Okay, das. Da muss ich zwischenzeitlich meine Schaufel reparieren, sonst ist die hinüber. Hey, ich habe gerade wirklich an Höhe gewonnen, glaube ich. Und ich bin übrigens wieder bei der Wüste. Ah. Muss ich nur finden, wo ich gestorben bin, aber so schwer kann es nicht sein. Eigentlich soll das da leuchten, weil meine ganzen schönen Sachen da liegen. Ja. Ah, da liegt ja alles. Boah. Boah, bin ich jetzt paranoid. Ich muss Laternen in meine andere Hand nehmen, weil ich sehe nicht, wo da Creeper sind. Und wenn ich jetzt zu meinem Zeug gehe und dann kommt ein Creeper und sprengt es, dann ist alles weg. Das ist in der Höhle? Ja. Ach so, ich dachte, das wäre am Tageslicht. Nee. Da hat mich, glaube ich, auch ein Creeper in die Luft gesprengt, meine ich. Deswegen bin ich erst überhaupt gestorben. So, Skelett. Das hat mich noch kein einziges Mal getroffen. Jetzt hat es mich getroffen. So. Haben wir das auch wieder? Habe ich alles? Sieht gut aus. Ich habe 14 Kakteen. Dann setze ich mal meine. Ich nehme auch meine Elytren wieder. Deine sind übrigens vollständig repariert. Ah, sehr schön. Meine Hose, meine Schuhe. Jetzt werde ich wieder abgeschossen und ich glaube, ich gehe einfach wieder nach Hause. Ja. Das macht Sinn. Bevor es weitere Katastrophen gibt. Ja, jetzt muss ich halt nur noch den Ausgang finden. Junge! Das war nicht der Ausgang. Jetzt muss ich wirklich rüberlaufen. Jetzt rege ich mich aber langsam auf. Weißt du, gegen was ich dagegen geflogen bin? Gegen was? Gegen so eine scheiß Kette, von der diese dumme Mine von der Decke runterhing. Gegen die Kette bin ich dagegen geflogen und dann gestorben. Klasse. So, ich ziehe jetzt meinen Harnisch an. Den habe ich noch. Ersatzelytren? Nein, wir brauchen mal welche. Das ist wichtig eigentlich. So, wir haben so viele Diamanten. Ich mache mir jetzt eine neue Diamantrüstung einfach mal. Ein Helm. Und eine Hose. Und Schuhe. Brustpanzer habe ich. War aber bei mir schon auch das ein oder andere Mal, wo ich mir dachte, oh, dass ich da nicht gestorben bin, wenn ich unterwegs war und durch irgendwelche Höhlen einfach so reingeflogen bin und dann mit einer Rakete wieder nach oben raus, ohne zu wissen, wo der Ausgang ist. Ja. Da muss man so richtig schnell steuern. Ja. Und wenn es dann noch dunkel ist und dann so eine dumme Kette kommt, warte mal, ich habe nichts dabei, ich muss Sachen mitnehmen. Ich habe, weißt du, ich habe 2 Sets an Ausrüstung und die habe ich beide jetzt verloren. Ja. Ich muss mir jetzt ein Schwert machen, eine Spitzhacke, eine Axt, eine Schaufel
Für alle Fälle. Dazu nehme ich noch zwei Eimer. Wie so eine Bestellung. Ja. Und Essen brauche ich. Und so einen letzten Stack Steak, nachdem ich die anderen auch schon mitgenommen habe. So. Das ist echt bitter jetzt. Da schäme ich mich jetzt schon ein bisschen dafür, muss ich sagen. Dass man so hart verkacken kann. War das in großer Höhe? Sprich, sind ja die Items überall verstreut? Wenn ich Pech habe, ja. Oh. Und da unten, und ich hätte gerade fast zwei Spitzhacken gecraftet. Und da ist, in der Höhle gibt es irgendwo Lava unten und ich hoffe inständig, dass das nicht da ist, wo ich gestorben bin. Oh, ja, das wäre wirklich schlecht. Ja, vor allem, stell dir mal vor, das wäre jetzt weg, dann hätte ich einfach keine Elytren mehr für die Weihnachtswelt. Ja, und ich auch nimmer. Ja. Ja, stimmt. Ja. Meine Elytren sind auch davon betroffen. Das ist korrekt. Kacke. Und jetzt wird dieses Jahr das Weihnachtsgeschenk gestrichen. Dann schenke ich dir neue. Oh. Ich gehe dann außerhalb der Aufnahme ins Ende. Hast du ein Bett dabei? Das nehme ich jetzt mit. Ich bin noch zu Hause. Oh, weil es wird schon wieder dunkel. Ja, ich muss gerade meine ganze Bestellliste abarbeiten. Wie viel Haltbarkeit hat die Schaufel? Noch 280. Weißt du, was jetzt richtig witzig wäre? Wenn ich jetzt unterwegs bin und dann sterbe, wenn ich keinen Spawnpunkt mehr habe und am Weltspawn rauskomme. Oh, das wäre sehr schlecht. Das wäre noch der krönende Abschluss. Ja. So, hier gibt es drei braune Wolle, dann gibt es jetzt ein braunes Bett. Braun wie Scheiße, weil gerade alles scheiße läuft. Ja. Weil du verkackt hast. Richtig. Bring schon wieder das nächste Inventar voll Erde hier mit. Habe ich alles? Ich muss jetzt echt. Boah, ich nehme noch ein Schild mit. Sicher ist sicher. Ja. Sollen wir dann noch schlafen, bevor du gehst? Ja, ich schlafe nochmal in meinem Bett, damit ich meinen Spawnpunkt noch nicht kaputt machen muss. Holz habe ich auch dabei für alle Fälle. Falls ich mir, keine Ahnung, ein Haus bauen muss. So, ich lege mich jetzt ins Bett. Ja. Oh, das war eine Fackel. Naja, schadet auch nicht. Okay. Dann mache ich mich mal auf die Reise. Viel Spaß. Ich nehme noch ein Boot mit. Oh ja. Weil ich bin ein paar Mal über den Ozean geflogen und zwar ziemlich weit. So, jetzt gehe ich los. Zu Fuß. Ich hatte schon den Luxus, zweimal mit Elytren wegzufliegen. Trotzdem habe ich verkackt. Beide Male. Zum Glück ist mir das nicht passiert, als ich irgendwie etliche tausend Blöcke weg war letztes Mal. Ja, immerhin. Ja, zum Glück weiß ich überhaupt, wo ich hin muss. Und habe ein paar markante Land, wie sagt man? Landschaftsmarkierungen oder so, keine Ahnung. Im Englischen ist Landmarks. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist. Keine Ahnung. Landmark könnten aber auch so Wahrzeichen sein, aber das meint man ja in dem Fall nicht. Ja, das sind POIs. Point of Interest. Ja, Points of Interest. Tja, jetzt. Orientierungspunkte. Oh ja, das ist schon ein gutes Wort. Oh Mann, jetzt gilt es auch hier. Ein Beacon wäre richtig geil. Ja. Weil das anzugleichen, da muss man so viel Stein wegmachen. Das ist wohl wahr. Das geht so langsam im Vergleich zu der Erde. Oh, der Wag ist wieder da, dass man im Boot nur halb drin ist und der Rest ist verschwunden. Ich habe jetzt schon F1 angemacht und schwimme über den Ozean. Aua. Ich sollte mal wie an der Reise zur Weihnachtswelt. Ja. Allerdings war die Reise zur Weihnachtswelt spaßiger.
wurde ich auch noch von irgendwas angegriffen. Ey, was ist denn hier? Ich glaube, ich bin über ein Monument oder sowas drüber geschwommen. Oh. Irgendwas hat mein Boot angegriffen. Oh, das war ein Magma-Block. Nee, das war so ein Strahl, der rauskam. Der hat voll viel Schaden gemacht an meinem Boot. So voll oft hintereinander. Sah zumindest nicht aus wie ein Magma-Block. So, jetzt geht's zu Fuß weiter. Da gibt's Pferde. Mann, ein Pferd wäre mal was. Lass dich nicht von dem Ziel deiner Route ablenken. Nee, meine Items stehen auf dem Spiel. Und deine auch. Und meine Elytren. Oh, da kommt der nächste Ozean. Mit Elytren war ich irgendwie schneller. Ja, das wundert mich nicht. Immerhin gibt's Boote. Stell dir mal vor, ich müsste das jetzt alles schwimmen. Oha, das wäre nix. Wir haben Ersatz-Elytren. Weiß es nicht. Nicht in der Weihnachtswelt. Nee, dabei. In der Weihnachtswelt nicht, aber wir haben welche, wenn ich mich so erinnere. Die haben, glaube ich, kein Mending. Ja, das kann gut sein. Das kann Weil gut wir sein, haben ja mal Endtouren gemacht. Wir haben nicht nur ein paar Elytren übrig, wir haben mehrere. Müssen wir eigentlich, weil wir waren voll oft in solchen Endbooten. Das stimmt eigentlich. Und ja. Wir haben 4 Drachenköpfe oder sowas. Ja. Ja gut, dann wissen wir ja, was wir machen können, wenn wir zurückkommen. Jetzt werde ich wieder... Ne, das waren jetzt aber, glaube ich, Magma-Blöcke. Ja, Ersatz-Elytren mal. Ich weiß gar nicht, vielleicht... Ich habe in diese Truhe von der Anfangs... Ne, diese rote Schalker-Box, ich habe da noch nie wirklich reingeguckt. Vielleicht sind da sogar Elytren drin. Das kann sein, ja. Das war auch so eine unnötige Aktion eigentlich, das braucht man nie... Ja. Aber wenn man es mal braucht. Weißt du, jetzt wär's ganz gut eigentlich. Da müsste man eigentlich auch noch ein paar Stacks Raketen reintun. Vielleicht sind welche drin, wenn da auch schon Elytron drin sind. Ja, kann auch sein. Ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich will da mal reingucken. Ich habe da letztes Mal reingeguckt, aber. Ah. Ich war ja da neulich, habe ich reingeguckt, aber mir nicht gemerkt, was da drin ist. Aber ich weiß ja, ob da Elytron drin sind. Keine Ahnung. Das wäre mir vielleicht aufgefallen. Und dann hätte ich gesagt, oh krass, das sind ja Elytren. Kann schon sein. Ja, vielleicht sind auch keine drin. Aber haben tun wir auf jeden Fall welche, glaube ich. War ich in die richtige Richtung? Ja, Alter, wenn ich jetzt in die falsche Richtung gefahren wäre. Oh, ich habe schon wieder das nächste Inventar voll Erde. Ja. Ich nett. Bin immer noch mit dem Boot unterwegs. Oh je. Aber jetzt ist hier das Land. Das dauert deutlich länger. Als mit Elytren. Ja, mit Elytren, Alter, das war eine Minute oder so. Waren 2-3 Raketen und dann war ich da. Oh, ein Boot zu zerschlagen macht keinen Schaden an der Axt. Oha. Boah, bin ich überhaupt richtig? Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Wie war das? Kann man Netherite-Sachen mit Diamanten reparieren? Nee, nur mit Netherite. Das ist nix. Da muss ich wohl ins Ende gehen, bald mal. Oh, hier sind Füchse. Stimmt, wir wollten auch noch Füchse uns holen. Ja, da brauchen wir aber Süßbären. Wenn ich welche finde, bringe ich sie mit. Oh, ich habe gar keine Lust, das Steinzeugs abzureißen, aber das muss auch sein. Stein muss sein.